Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Mitglieder des österreichischen Verfassungsgerichtshofes laden alljährlich zu einem Festakt ein. Zu einem Festakt in die Räumlichkeiten des Verfassungsgerichtshofes mit dem des 1. Oktober 1920 gedacht wird. Also jenes Tages, an dem die konstituierende Nationalversammlung das Bundesverfassungsgesetz beschlossen hat, mit dem damals die Vertreterinnen und Vertreter des österreichischen Volkes die Verfassung für die neu entstandene Republik geschaffen haben. Wir meinen, dass es wert ist, diesen Tag alljährlich festlich zu begehen. Zum einen deshalb, weil die damals geschaffene Verfassung jedenfalls in der Zeit nach 1945, anders als in der Ersten Republik, ihre Aufgabe als Grundlage und Grundordnung des Staates gut gemeistert hat. Und zum anderen deshalb, weil sich diese Verfassung als rechtliche Grundlage für staatliches Handeln ebenso bewährt hat, wie als Schranke, insbesondere als grundrechtliche Schranke für staatliches Handeln. Und sie hat auf diese Weise dazu beigetragen, dass aus der Zweiten Republik wiederum anders als aus der Ersten Republik eine Erfolgsgeschichte werden konnte. Eine Erfolgsgeschichte nimmt man alles nur in allem, um die uns viele anderswo in Europa und darüber hinaus beneiden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie diesen Festtag gemeinsam mit uns, mit den Mitgliedern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verfassungsgerichtshofs begehen. Und zwar deshalb, weil der 1. Oktober in Erinnerung an den 1. Oktober 1920, auch im Besonderen auch ein Festtag der Verfassungsgerichtsbarkeit ist. Der Grund dafür liegt darin, dass die wirklich bahnbrechende Neuerung, die mit dieser Verfassung damals geschaffen wurde und die mit dieser Verfassung verbunden sein wird, solange es diese Verfassung gibt, die Einrichtung des Verfassungsgerichtshofes war. Wir verdanken diese Schöpfung in erster Linie dem genialen österreichischen Rechtsgelehrten Hans Kelsen. Die von ihm entwickelte Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit beruht auf das Wesentliche zusammengefasst auf der Überlegung, dass erstens alles staatliche Handeln in der Gesetzgebung, ebenso wie in Regierung und Verwaltung und auch in der Gerichtsbarkeit, mit der Verfassung im Einklang stehen muss, in der Verfassung seine Grundlage finden muss und dass zweitens ein besonderes, speziell zu diesem Zweck eingerichtetes Gericht, nämlich der Verfassungsgerichtshof, über die Einhaltung dieser Verfassung zu wachen hat. Und das alles bedeutet im Besonderen, das ist der Urgedanke, der dahinter liegt, dass Streitigkeiten über die Auslegung und die Anwendung der Verfassung, die natürlich im Kern immer politische Konflikte sind, nicht ausschließlich als politische Konflikte verstanden werden, sondern gleichsam in rechtliche Konflikte transformiert werden. Und als solche, als rechtliche Konflikte, können sie durch ein unabhängiges und in jeder denkbaren Hinsicht unparteiisches Gericht mit Mitteln des Rechts und nicht politisch entschieden werden. Der Verfassungsgerichtshof ist damit, wie Hans Kelsen das in seinen Schriften immer wieder ausgeführt hat, der wahre Hüter der Verfassung. Und mit dieser
staatsrechtlichen Neuschöpfung im Jahr 1920, um es einmal vereinfacht zu sagen. Mit dieser staatsrechtlichen Neuschöpfung hat diese damals neu geschaffene Republik weltweit Maßstäbe gesetzt. Der österreichische Verfassungsgerichtshof war das historisch erste, institutionell selbstständige, eben auf die Entscheidung verfassungsrechtlicher Fragen spezialisierte Gericht. Und dieses kelsenianische oder österreichische Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit hat dann in weiterer Folge nach dem Zweiten Weltkrieg bis in unsere unmittelbare Gegenwart eine außerordentlich bemerkenswerte internationale Vorbildwirkung ausgeübt. In zahlreichen Staaten Europas, um eine Zahl zu nennen, in 41 der 47 Mitgliedstaaten des Europarates, aber auch in einer ganzen Reihe von Staaten in Asien, in Afrika und in Südamerika, wurden Verfassungsgerichte eingerichtet nach dem Vorbild der Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich. Und sie wurden eingerichtet zum Wohl des demokratischen Rechtsstaats. Das heißt, sowohl zum Wohl der Demokratie als auch zum Wohl des Rechtsstaats. Weil die Verfassungsgerichtsbarkeit über ihre wichtige rechtsstaatliche Bedeutung hinaus auch eine ganz wichtige Funktion zur Sicherung und Garantie der Demokratie hat und auf diese Weise auch zur politischen Stabilität eines Landes beiträgt. Vorausgesetzt freilich, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit in ihrer Funktion unbestritten ist, was im Besonderen bedeutet, dass die von ihr letztlich nach einem korrekten Verfahren durchgeführten Entscheidungen auch auf ein angemessenes Maß an Akzeptanz stoßen, was selbst in entwickelten Rechtsstaaten nicht immer der Fall ist. Die Verfassungsgerichtsbarkeit, so wie ich sie jetzt in ihrer historischen Entwicklung beschrieben habe, kann also mit Fug und Recht, in Österreich wird das viel zu wenig beachtet und häufig vergessen, als eine österreichische Kulturleistung mit Weltgeltung bezeichnet werden. Wir Österreicherinnen und Österreicher haben auf der einen Seite Anlass, darauf stolz zu sein. Auf der anderen Seite folgt daraus aber auch eine besondere Verpflichtung, nämlich die Verpflichtung zur Pflege und zur Bewahrung dieses wertvollen Erbes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die fundamentale Bedeutung der Verfassung für Politik und Gesellschaft, aber auch, wenn Sie etwa an die Grundrechte denken, für jeden einzelnen Menschen, Staatsbürger oder Fremder in unserem Land und die essentielle Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit für die Garantie und die Sicherung der Einhaltung dieser Verfassung, das immer wieder aufs Neue ins Bewusstsein zu rufen, das ist das eigentliche Anliegen, das wir mit diesem jährlichen Festakt verbinden. Und in diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, heiße ich Sie sehr herzlich willkommen hier im Verhandlungssaal des Verfassungsgerichtshofes. Mit besonderer Freude begrüße ich den Herrn Bundesminister für Kunst, Kultur, Verfassung und Medien, Herrn Magister Thomas Trotzter. Herr Bundesminister, ich danke Ihnen einmal sehr für Ihr Kommen, für das Zeichen der Verbundenheit mit der Verfassungsgerichtsbarkeit, das Sie damit setzen. Vor allem danke ich Ihnen aber auch, dass Sie bereit waren, ganz kurzfristig anstelle der Frau Präsidentin des Nationalrates die Grußworte an die Teilnehmer dieser Veranstaltung zu richten. Frau Präsidentin Bures kann
was Sie mir in einem Brief, den ich gestern erhalten habe, mitteilt, zu Ihrem Bedauern wegen einer Auslandsreise. Sie vertritt Österreich beim Begräbnis des früheren israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres, heute nicht bei uns hier bei diesem Festakt sein. Einen herzlichen Gruß auch dem Präsidenten des Bundesrates der Zweiten Kammer des österreichischen Bundesparlaments, Herrn Mario Lindner. Ich freue mich sehr, dass auch heuer wieder eine ganze Reihe ehemaliger Mitglieder der österreichischen Bundesregierung zu uns gekommen sind. Ehemalige Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, die in der Zeit, in der ich als Beamter im Bundeskanzleramt gearbeitet habe, meine politischen Vorgesetzten waren. Ich denke gerne und mit Dankbarkeit an diese Zeit zurück. Und im Besonderen möchte ich stellvertretend für diese ehemaligen Mitglieder der Bundesregierung, den früheren Bundeskanzler, Herrn Diplomkaufmann Dr. Franz Franitzky, begrüßen. Eine ganz besondere Freude, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es mir, den Festredner des heutigen Tages, Herrn Professor Dr. Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion und Leiter des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, zu begrüßen. Ich bin Herrn Professor Prantl sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, eine Rede aus Anlass dieses Festakts zu halten, die sich mit aktuellen Fragen des Rechtsstaats, im Besonderen auch des Schutzes der Grundrechte, im europäischen Kontext beschäftigt. Professor Prantl ist in ganz besonderer Weise prädestiniert, zu diesem Thema zu sprechen. Zum einen wegen seines aus meiner Sicht äußerst bemerkenswerten beruflichen Werdegangs. Herr Professor Prantl ist promovierter Jurist und arbeitete zunächst als Rechtsanwalt, Richter und Staatsanwalt, ehe er als innenpolitischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung, einem der führenden deutschen Printmedien, in das journalistische Fach wechselte. Ein Konkurrenzmedium, das möchte ich hier zur Charakterisierung seiner Person vielleicht vortragen, ein Konkurrenzmedium hat ihn einmal wie folgt charakterisiert: Heribert Prantl ist eine Größe im deutschen Journalismus. Wann immer das Land eine wichtige Rechtsfrage beschäftigt oder ein Gericht ein Grundsatzurteil fällt, verlangt es den Leser der Süddeutschen Zeitung zu erfahren, was Prantl dazu sagt. Und vielleicht auch noch, das hatte ich ursprünglich nicht vor, aber es gefällt mir so gut, daher möchte ich das auch noch anbringen. Der frühere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder, soll bei einer Laudatio für Herrn Professor Prantl ihn einmal als den dritten Senat des Bundesverfassungsgerichts bezeichnet haben, was aus hohem Munde so etwas wie ein verfassungsrechtlicher Adelstitel ist. Sehr geehrter Herr Professor, nochmals vielen Dank dafür, dass Sie zu uns gekommen sind, um bei uns diese Festrede zu halten. Vor allem auch deshalb danke ich, weil Sie bekannt sind und Ihre journalistische Tätigkeit belegt das, als engagierter Verteidiger eines liberalen und weltoffenen Rechtsstaats, insbesondere immer vor dem Hintergrund des europäischen Einigungswerkes. Und genau das war das Anliegen, das ich mit der Festrede beim heurigen Verfassungstag verfolgt habe. Und darum bin ich persönlich sehr, sehr froh, dass Sie zugesagt haben und freue mich schon auf Ihre Rede. Sehr herzlich, meine Damen und Herren, begrüße ich Frau Gesandte Michaela Späth, die heute den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich bei uns vertritt. Als oberste Repräsentanten der Gerichtsbarkeit in Österreich begrüße ich sehr herzlich meine Kollegen, Höchstgerichtspräsidenten, Herrn
Honorarprofessor Dr. Eckhard Ratz, Präsident des Obersten Gerichtshofes. Und Herrn Universitätsprofessor Dr. Rudolf Thienel, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes. Wir, die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes, freuen uns sehr über den Besuch zahlreicher Repräsentanten oberster Organe des Bundes und der Länder, insbesondere von Mitgliedern des Verfassungsausschusses bzw. des Justizausschusses, des Bundesrates, des Rechnungshofes, Frau Präsidentin, und der Landtage, Herr Präsident Pentz. Herzlich begrüße ich weiters die vielen hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter der europäischen und der österreichischen Gerichtsbarkeit, der Verwaltung des Bundes und der Länder, der Kirchen- und Religionsgesellschaften, der Universitäten, der gesetzlichen Interessensvertretungen, im Besonderen auch der Interessensvertretungen, der Standesvertretungen, der rechtsberatenden Berufe, der Wirtschaft, der Kultur, zivilgesellschaftlicher Organisationen und der Medien. Und last but not least möchte ich auch meine Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder, ehemalige Mitglieder, Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes herzlich begrüßen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, die zum Teil hier im Saal, zum Teil im Veranstaltungszentrum per Videoübertragung an diesem Festakt teilnehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nochmals herzlich willkommen. Danke, dass Sie zu diesem Festakt gekommen sind, und ich wünsche uns allen einen gelungenen Verfassungstag 2016.